Seht ihr, wie es läuft? Man ölt das Scharnier und die Tür geht auf. Captain Quark? Was ist los? Ratchet und Clank, Captain. Sie wissen schon vom Hoverboard. Oh ja, ja. Ich weiß, wer ihr seid. Wirklich? Ja, und der Galaxie sei Dank, dass ihr hier seid. Hä? Es gibt einen schrecklichen Plan, unsere Planeten zu zerstören. Ratchet, er weiß es. Cool. Heißt das, dass wir jetzt wieder hoverboarden können? Freunde, wir sind alle in großer Gefahr. Und ich glaube, zusammen können wir diesen Wahnsinn noch aufhalten. Zusammen? Sie meinen, wir sollen Ihnen helfen? Hör zu, Ratchet. Ich habe dich beobachtet und ich habe noch nie ein solch unglaubliches Talent gesehen. Du wirst ein großer Held werden. Echt? Sie meinen, ich werde berühmt? Oh ja, absolut. Oh, hier, nimm das. Woran liegt es, dass manche ewig unerkannt schuften, während andere zu Helden werden? Ist es Stärke, Mitgefühl, Zielstrebigkeit oder einfach nur Glück? Diese Frage beschäftigt die Weisen seit vielen Jahrtausenden. Doch Captain Quark kennt die Antwort. Deshalb konnte er mehr Tyrannen stürzen, mehr Damen in Not zu Hilfe eilen, mehr Zivilisationen retten als jeder andere Held der Galaxie. Jetzt haben Sie die Chance herauszufinden, ob Sie zum Helden taugen. Dieser Infobot enthält die Koordinaten von Quarks geheimen Stützpunkt. Können Sie mit Karacho Quarks Killerkanonen mit gräulichen Kräften, schlagen Sie sich zum Herz der Basis durch. Beweisen Sie sich, erfahren Sie die Antwort, verewigen Sie Ihren Namen in Geschichtsbüchern. Sprechen Sie vor ungewohnter Anstrengung mit Ihrem Arzt. Keine Haftung bei Tod oder Verstümmelung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Trefft mich in meinem Hauptquartier. Hey, Captain Ratchet, was hältst du davon? Wir werden Sie nicht enttäuschen, versprochen, Sir. So, jetzt können wir zum Umriss. Okay, hier oben ist nix. Hier ist nirgends was, wie es scheint. Passt. Okay, dann gehen wir noch schnell noch einmal rennen. Diesmal haben wir einen Schub, den wir benutzen können, wenn wir coole Stunts machen. Zack. Den neuen Zoomerator beherrscht den Turbo-Tricks. Benutzt den Turbo. Ja, das probieren wir noch einmal. Das war ein minimaler Fail. Okay, würde ich jetzt zum Beispiel das hier machen. Sieht man oben. Geht ein Stückchen voll. Und das kann ich jetzt gleich verschwenden. Hier ist die beste Chance. Zack, zack, zack. Schnaggelmonster! Und voll ist es! So, ich gebe mir gleich einen Boost. Zack. Ich booste jetzt gerade, man sieht es noch nicht. Okay, ich fülle den mal nur, wenn es notwendig ist, wieder auf den Balken und schaue einfach so perfekt wie möglich dabei hier zu fahren. Ja. Perfekt. Solche Perfektion erreicht halt nicht jeder, ich weiß. Ich glaube, damit habe ich mir eigentlich ein... Ja, das kann ich nochmal probieren. Okay, nochmal. Das war nix. Okay. Hier. Bei Hoverboard-Rennen bin ich immer verdammt... Ding. Angespannt. Ah... Okay, zack, zack, bumm. Doppeldala! So. Und weiter dashen. Zack, 30 Sekunden gebraucht für die Runde. Das ist, glaube ich, eigentlich nicht mal so schlecht. Hier. Wir dürften jetzt auch eigentlich um einiges schneller sein als die anderen. Wir machen mal nur Tricks, wenn wir... Wenn wir genau hier sind. Zack, zack, zack. Nochmal ein Doppeldaler. Diesmal weniger Punkte, weil ich sie zweimal hintereinander gemacht habe, denke ich mal. Okay. Schaffen wir es in 1,34? Ist jetzt die Frage. Den habe ich nicht so perfekt gemacht. Also die Runde habe ich bis jetzt nicht so perfekt gemacht wie das letzte Mal. Mal mit Fehler und allem. So,
Kratzer plus 3 Flaps. Ja, da war der Rekord. Ist nix. Brauche ich jetzt sogar länger als das letzte Mal? Ah, das ist eine Schande. Nochmal. Okay, nochmal. Versuchen wir den Rekord zu knacken. Hier. Hier. Ja, versuchen wir es mal ohne Fehler. Wie war's damit? Der Anfang war nicht schlecht. Wow, wo bin ich gerade hingesprungen? Ach du meine Güte. Zack. Ich verstehe nicht, warum manche Turbo-Dinger sich schnell verbrauchen und manche langsamer. Okay, nicht schlimm, dass wir nicht Erster sind momentan. Zack, 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 zack. Okay, das war nicht der beste Trick, den ich machen kann. Sonst kann man Schnagelmonster machen und Doppeldale und weiß nicht, wie die ganzen Heile heißen. Okay, hier mache ich nur minimale Sachen. Der Balken oben tut sich irgendwie nur random verbrauchen. Ist nicht schlimm, wenn ich ihn länger habe, als ich ihn haben sollte. Kommt mir recht gelegen. Okay. Jetzt sind wir bei einer Minute. Ich glaube, das können wir wieder vergessen. Habe ich diesmal Fehler gemacht? Zack, zack. Ich müsste doch eigentlich schneller sein als sonst, oder? So, ich mache ständig noch Kratzer. Boah, mal ganz kurz geradeaus durch. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Blöde. Nochmal. Okay, ein Flip, zack. Einen anderen Flip, zack. Hier rauf, Flip. So. Versuchen jeden Boost zu kriegen, den wir kriegen können. Du, der Robot, 400 Punkte. Zack. Hier haben wir nicht den Boost bekommen. Nicht schlimm. Wir müssen auch nicht jedes Mal springen. Wir haben jetzt mal genug Punkte. Ich mach trotzdem mal aus Prinzip noch einen Flip, damit ich das noch schön verpasse. Zack. Okay, wir sind jetzt bei 44, 46, 47. Ja. Au! Das meinte ich mit vermasseln bei den Sprüngen. Das ist... Ah! Letzter Versuch. Und sonst mache ich es halt ein anderes Mal. Ich muss ja nicht alles jetzt machen. Crunchy. Ich frage mich, ob das die echten Namen sind von Skateboard-Tricks. Zack, zack. Ja, das war dumm. Da hätte ich aber, glaube ich, viel bekommen. Ja, wir machen das ein anderes Mal. Wir schauen jetzt erstmal wieder zurück zur Base zu kommen. Glaubst du, ich schaffe es doch rüber zu fliegen? Ach nö, ich mache jetzt normal los. Zum Schiff. Wir nehmen das Taxi wie brave Bürger. Ja, summen. Na, 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 na. Von Schiff und dann können wir gleich zu Umbris, zu Captain Quartz. Komm schon, lass mich nicht gehen. Danke. Zu Captain Quartz. Und ich glaube, da kriegen wir auch nicht mal so schlechte Waffe, wenn wir dort sind. Denke ich mal. Habe ich hier alle. Nein, mir fehlt logisch ein Gold. Nein. Mir fehlt logisch ein Gold Bolt. Nicht schlimm. Wir gehen jetzt zu Quark. Zu Captain Quartz. Los. Summ. Ah, boah. Ich war ganz kurz in einer anderen Dimension im Kopf. Okay, da dürfen wir uns gleich eine Cutscene begrüßen, sobald wir aussteigen. Willkommen auf meiner Übungsstrecke. Hier könnt ihr allen zeigen, dass ihr stark und tapfer seid. Wie ich. Besteht die Strecke, um mir gegen das Böse helfen zu dürfen.
Haben wir nicht schon genug getan? Was? Ich verstehe nichts. Ich sagte, haben wir nicht. Tut mir leid, ich höre nichts. Sag's mir später. Später? Dann könnten wir tot sein. Was? Na gut, Clank, machen wir es halt. Weiß ich, wo die Quali hin ist. In der Cutscene, aber egal. Dieser Planet ist recht lustig. Und nicht unbedingt leicht. Wir müssen da ständig durch Turrets laufen, weiß ich was alles. Was gibt's denn hier für eine Waffe? Nope, gar keine neue Waffe. Weiß nicht, wo ich dachte, dass man hier bekommt. Zack. Hier kommt man zurück zum Schiff. Als erstes Geld, dann gucken sich Gegner an, die einen bombardieren. Hier vorne. Ja. Zack, zack, zack. Yes. Bring. Rushen wir einfach mal durch und... Au. Wir rushen anscheinend nicht gerade mal durch. Ich hasse diese Minen. Das sind die ekelhaftesten Minen überhaupt. Obwohl, ich weiß nicht, ob man so gut Vergleiche machen kann bei Minen. Ich glaube, die meisten Minen sind eigentlich recht ungesund für den menschlichen Körper. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist nur eine Theorie, aber ich denke mir, ja, das könnte vielleicht mal schlecht ausgehen. Zack. Hopp, hopp. Ah, ekelhafter. Die, glaube ich, rushen alle mal durch. So, sind alle down neben einen. Außer einer. Nein, alle. Ist der alle weg? Ich dachte, einer hätte mir gefehlt. Na gut, da hinten habe ich kein Geld verpasst. Dann... Ah! Ich habe gedacht, ich wäre kaputt. Ich habe gedacht, ich wäre Cappuccino. Ich weiß nicht, warum ich immer mit Cappuccino versuche, irgendeinen Joke zu machen. Ja. Boop. Boop. Ah, Stirn juckt. Haha. Okay. Zack. So, die sind alle down. Hier ist Geldian. Boah, ich will so schnell wie möglich. Ah, hier muss ich drei Plattformen. Halt auf drei Plattformen laufen und dann kann ich weiter. Oh, ich freue mich auf die Rieder. Oder R-I-D-A oder wie man sie nennen will. Zack. Oh lol, verstecktes Geld. Nice. Nichts ist versteckt genug für den Enkinator. Zack. Nein, was mache ich da? Ah! Oh, das war knapp. Meine Güte. Wo hat sich jetzt was geöffnet? Ah, ich glaube die Tür hier. Ja, die sieht nicht so aus, als wäre sie könnte. Oh! Ich habe ja gerade null beachtet, dass die Dinger kaputt werden. Bin ich erschrocken. Hier ist ein Loch, hier ist ein Loch. Ich habe jetzt automatisch eine Abkürzung genommen. Aber ich habe gerade gesehen, dass da hinten Geld ist. Hopp. Geld ist wichtiger. Das ist irgendwie... Das sieht so aus wie so ein richtig gezwungenes Lächeln einfach. Das ist schrecklich. Oh, wie hieß nochmal diese eine Challenge? Don't Judge Me Challenge, glaube ich, war es, oder? Die eine, wo man zuerst sich in hässlich zeigt und dann in, oh ja, eigentlich bin ich so wunderschön. Oh, followt mich, weil ich geil aussehe. Ich mag generell Challenges nicht, die irgendwie. Danke, das habe ich gebraucht. Die so ein. Halt, keine Ahnung, das Aussehen priorisieren, das mag ich nicht. Zack. Blub, 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 blub. Zack. Okay. Ganz kurz konzentriert gewesen. Ich mag nicht Challenges, wo es nur... Oder generell Zeiten, wo es nur ums gute Aussehen geht.
Ich meine, die beste Methode auf YouTube oder generell auf fast jeder Social Media Seite kriegt man Follower fürs gut aussehen. Schau dir als Beispiel die ganzen Instagram und Snapchat Persönlichkeiten oder Musical.ly. Am meisten Musical.ly. Bei Musical.ly musst du nicht mal gut, keine Ahnung, tanzen? Oder weiß ich doch nicht. Können, das ist, da muss man nur gut aussehen und dann hat man es alles. Das ist ein roter Goldbolt. Zack. Also sobald ich die 50 Millionen Abonnenten habe, möchte ich das da haben. In Rubin-Bolt. Ah nein, das bringt nichts, die kaputt zu machen. Weil die gleich wieder rauskommen aus LRD. So. Wir holen uns schnell das ganze Geld, das wir finden. Und dann suchen wir... Oh mein Gott, war das gerade Glück, dass die Kisten vor mir waren. Bam. Und dann, ja, dann suchen wir die Druckplatten. Zack. Das wird nicht lange anhalten. Okay, da sind die zwei und da ist der dritte. Zack. Zack. Au. Egal. Hopp. Yes. Nehme mal nicht. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich sammle noch das restliche Geld ein, das ich hier sehe. Wo müssen wir jetzt hin? Ich bin da, also nach vorne links. Oh mein Gott, in meinen Augen hat es 100% ausgesehen, als hätte der mich jetzt getroffen. Ich dachte, es wäre hier. Sicher? Ah, lol. Ja, ich habe da ganz falsch geguckt. Ups. Hier rüber und hier hinein. Zack, zack. Ja, das sind mir viel zu viele für meinen Geschmack. Das ist eine Captain Quark Statue. Man kann nicht irgendwie noch selbstverliebter sein oder arrogant als Captain Quark, oder? Das ist irgendwie nicht möglich. Ist da irgendwas? Nope, scheint nicht so. Ich dachte vielleicht, weil es so treppenmäßig ausgesehen hat, habe ich gedacht, vielleicht wäre da eins Versteck mit eins Gold Bolt. Denn ich weiß nicht, wo der zweite ist. Zack. Zack. Und brack. Die Tür hat sich geöffnet und die bleibt geschlossen da hinten. Kann ich hier irgendwas? Nur Quark. Quark hat eine Statue von sich selbst, wo er nur Quark geschrieben hat drauf. Wow. Ich glaube, man kriegt auch einen Stilpunkt, wenn man den hier zerstört, also die Statue hier. Aber das können wir noch nicht. Also ignorieren wir ihn mal kurz. Zack. Jetzt kommt noch ein bisschen Hydro-Beamer-Action. Falls ich mich recht entsinne. Wait. Ups. Falsche Einstellung. So. Müsste jetzt wieder da sein und wieder ein wenig lauter. Obwohl, das ist ein bisschen zu laut. Hier. Ich stelle hier gerade nur ein wenig ein. Ja, da sind jetzt aber Haie drinnen. Oder Piranhas oder was auch immer. Also nehmen wir das Wasser weg. Und dann dürften die Piranhas auch wieder kein Problem sein. Hier ist Geld. Alter, glaubt ihr wirklich, ich übersehe Geld? Ich? Der O-große... Der O-große Demian? Ich hatte gerade irgendwie jeden Namen im Kopf, außer den ich jetzt nennen wollte. Egal. Hier unten reinspringen. Wir töten die Haie. Oder was auch immer die sind. Ja, die kuscheln. Süß. Sterbt. Bumm. Bumm. Ich glaube, die können nicht mal mehr Damage machen. Wir behalten mal das Wasser. Für uns. Müssten wir, glaube ich, nicht mal, aber das tun wir trotzdem. Hier unten sind auch wieder zwei. Einer und ein Verbuggter. Können wir Damage machen? Ah, ja! Ja, und wie sie das können. Ich dachte, die wären viel zu geschwächt, weil kein Wasser und so. Oder wenig Wasser. Ey, ja!
ist doch alles gut. Zack, mit Wasser füllen und drüber schwimmen. Hui. So, ich überlege gerade, was ich als hätte. Ich bräuchte irgendwann so, keine Ahnung, so eine Liste, die ich mir mache mit Sachen, über die ich reden kann. Sonst rede ich halt über Spiel, was nicht unbedingt schlimm ist. Das ist das, was wahrscheinlich auch die meisten wollen. Aber ich gehöre nicht zu den meisten. Zack. Ich bin nicht die meisten, ich bin Demir. Ich bin Enki. Bum, bum. Wie süß. Die sehen irgendwie so niedlich aus. Weiß nicht, wie sie so rüber trampeln zu mir. Wow, wow, was? Hey! Arschloch! Ich habe nur den Mund gesehen und bin erschrocken. Jetzt kannst du nichts mehr machen, ha? Jetzt. Hey, hey. Arschloch. Wieso hat er dieselben Augen wie Drac? Fällt mir gerade auf. Aber Drac hat blaue Augen, glaube ich, so. Komisch blaue. Ja, genau dorthin wollte ich eine Bombe platzieren. Ich wollte das ganz bestimmt nicht mit Wasser füllen. Nein. Ich wollte eine Bombe auf eine Mauer werfen. Die Mauer war gemein zu mir. Sie hat meine Mutter beleidigt. Hops. Zack. Zack. Bumm. Hier entnehmen wir auch etwas Wasser, damit wir darüber Schwung hakerieren können. Zack. Was ist hier drinnen? Gegner. Ja, das hätte ich mir irgendwie denken können. Bumm. Ja. Und noch einer und das müsste es gewesen sein. Ich fülle das jetzt mit Wasser, damit ich drüber schwimmen kann. Oh. Bei einer Sache bin ich mir immer noch nicht sicher bei Ratchet & Clank. Und das ist, welcher Teil mein Lieblingsteil ist. Schon mal bin ich mir nicht sicher, was mir nicht so gefällt, Ranglisten zu machen. So, ja, das ist das Beste. Und das, ja, nein, das ist nicht das Beste. Das ist immer noch gut, aber nicht das Beste. Ich finde, das ist recht unnötig. Muss man nicht unbedingt machen. Ich liebe aber... Die PS2-Teile liebe ich eigentlich so ziemlich alle. Size Matters vielleicht am wenigsten, aber auch nur, weil es... um einiges anders ist, höchstwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es viele andere Gründe gibt, das Spiel nicht zu mögen. Das ist auch halt, es ist ja eigentlich mehr PSP-Game als PS2, sonst hier später, glaube ich, erst hinzugefügt dann. Und es ist auch kein richtiges Ratchet & Clank, es ist so ein Bonus oder sowas. Ach, keine Ahnung. Zack. Naja, das ist, was mir am wenigsten gefällt, bin ich mir schon ziemlich sicher. Hinten ist Captain Quark. Was mir am wenigsten gefällt, ist das Handyspiel. Das ist ja schrecklich. Subway Surfer nur in so übertrieben schlechter Grafik, wo ich mir sehr sicher bin, dass Sony es hätte besser machen können, statt wie sie es gemacht haben. Und da vorne erwartet uns ein Plot-Twist.